8.4.2018. Herzlich willkommen hier wieder an der Bushaltestelle, meinem zweiten Wohnzimmer. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, oder? Naja, es ist auf jeden Fall so, dass ich hier quasi wohne. Ich bin froh, dass der Rainer mir noch keine Miete berechnet. Naja, heute beim Spiel gegen den Jahn aus Regensburg. Und ich bin mir sehr sicher, nach diesem 4:1 Erfolg, dass wir heute auch die 3 Punkte auf dem Bett lassen. Wir geben alles für unsere Mannschaft, denn wir sind lauter und wir geben niemals auf. Jetzt schauen wir uns erstmal gemeinsam die Gegner an und schauen uns auch die anderen Fans an, die hier gerade ankommen. Hier, Fans, die ankommen. Yo! Ja, wunderbar, da geht die Stimmung los. Darauf ein Prost und ja, wir sehen uns gleich im Block oder sonst wo, ne? So, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zum 29. Spieltag der zweiten Bundesliga in der Saison 2017-2018. Heute geht es weiter auf dem Betzenberg, nachdem wir letzte Woche fabulös mit 1:4 gegen den MSV Duisburg gewonnen haben. Bin ich mir sicher, dass die Mannschaft diesen Kampf und Willen weiterträgt und wir heute auch wieder einen Dreier einfahren. Der heutige Gegner auf dem geheiligten Berg ist der SSV Jahn Regensburg, der in der letzten Saison unsere Freunde aus München in die Unterklassigkeit geschossen hat. In der Relegation gab es zunächst ein 1:1 Unentschieden und dann ein 0:2 Erfolg für den heutigen Gegner. So mussten die Löwen absteigen, doch aufgrund der damaligen Situation nicht in die dritte Liga, sondern direkt in die Regionalliga, wo sie Gott sei Dank sehr erfolgreich spielen. Der Sport- und Schwimmverein Jahn Regensburg wurde nicht, wie es in FIFA, Wikipedia oder sonst wo im Internet steht, im Jahr 1907 gegründet, sondern die Fans und der Verein selbst definiert sich nach dem Mutterverein, der im Jahr 1889 gegründet wurde. So ist der Verein volljährig gewesen, ab dem Datum, wo es ja angeblich gegründet wurde. Doch glaubt mir, bei den ganzen Neugründungen kann man auch mal durcheinander kommen. Betrachtet man sich die Gesamtbegegnungsstatistik, kann diese ausgeglichener nicht sein. Ich weiß, dass ich das schon oft sage, aber wenn ihr das jetzt seht, gebt ihr mir einfach recht. Es gab bisher 3 Spiele, davon gab es 1 Sieg, 1 Unentschieden und 1 Niederlage und ein Torverhältnis von 5:5. Also noch gleicher kann es eigentlich gar nicht sein. Ebenfalls fast identisch ist die Punkteausbeute der letzten 10 Spiele. Von den 30 möglichen konnte der Jahn exakt die Hälfte, sprich 15 Zähler, einkassieren. Während die Roten Teufel etwas besser waren mit 16 Punkten. Jedoch haben wir ein Spiel mehr verloren, der Jahn hatte mehr Unentschieden, also es ist wirklich fast gleich. Doch diese ganzen Ähnlichkeiten tun beim Vereinsvergleich überhaupt nichts zur Sache, denn dieser fällt glasklar für den FCK aus. Fast die Hälfte sind die Roten Teufel mehr wert als der heutige Gegner und über den Trophäenschrank möchte ich gar nicht erst reden. Doch dieser Unterschied spiegelt sich nicht in der Tabelle wider, wo der SSV auf Rang 5 liegt, wir weiterhin die rote Laterne anstecken haben. Doch Platz 5 klingt so souverän. Ihr müsst euch überlegen, dass zwischen Rang 5 und dem Relegationsplatz, auf dem gerade Heidenheim liegt, lediglich 6 Punkte Unterschied ist. Diese Saison ist einfach ein totales Tohuwabohu. Entweder sind wir alle gleich gut oder alle gleich schlecht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so eng wie noch nie. Doch jetzt habe ich genug gelabert. Wir gehen jetzt gemeinsam in den Block, schauen uns das Spiel an und ich bin mir 100% sicher, dass unsere Roten Teufel wieder alles geben, um den Sieg zu Hause zu behalten. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und wir sehen uns danach. Servus, ich bin der Alex aus München. Ich freue mich heute wieder riesig, mal hier zu sein. Und ja, ich grüße meine Familie und meine Freunde. Dann holen wir uns heute die 3 Punkte. Ich begrüße meinen großen Bruder, das Sascha Meigert. Ich grüße die Michelle und ich grüße meinen Kumpel Femi aus Alsbach. Ich grüße meine Mama, die jetzt beim FC Kabuli daheim hockt und sich flucht, weil es zu warm ist. Ja, ich grüße meine Eltern und meinen Kumpel Kai, der heute leider nicht dabei ist. Und wir hoffen auf 3 Punkte. Holen wir Grüße nicht! Wir holen die 3 Punkte heute auf! Laut rein! Laut rein!
So, liebe Fußballfreunde, das war's dann vom Spiel gegen den Jan aus Regensburg. Und was soll ich sagen? Ein 1:1, das ist nicht genug. Punkt, Schluss, fertig, aus. Es ist zwar ein Punkt weniger auf den Relegationsplatz, sprich jetzt nur noch 5 Punkte, aber kaum patzen die anderen mal, beziehungsweise spielen nicht sonderlich gut, machen wir das natürlich auch. Es ist einfach unfassbar. Es kotzt so an. Wir hätten diese Chance nutzen müssen. Nicht können, müssen. Aber nein, wir versauen es uns wieder selbst. Aber seien wir mal ehrlich, ein 1:1 ist bei dem Spielverlauf ehrlich gesagt sogar ziemlich gerechtfertigt. Aber rollen wir den Tag einfach mal von hinten auf. Ich bin morgens um 8 Uhr in den Zug gejumpt und nach Kaiserslautern gefahren und hab dort an der Butzhaltestelle rumgechillt, wie ich das immer tue. Rumgechillt? Ich bin bald 30. Sollte ich dann solche Worte nicht lassen?
mich aufgehalten an der Bushaltestelle und habe dort wie so oft ganz viele nette und tolle Menschen kennengelernt und alte wiedergesehen. Einfach ganz, ganz toll. Es ist mir immer eine Riesenehre mit euch. Macht tierisch Spaß und ich freue mich schon drauf, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Dann habe ich ja auch gesehen, wie die Jahn-Fans ankamen. Die sind nicht ganz so beeindruckend gewesen, wie ich es ehrlich gesagt dachte für die erste Sonderzugfahrt. Was aber dafür unglaublich geil war, war das Wetter. Also noch besser kann doch ein Fußballtag gar nicht sein. Perfekter Sonnenschein. Und ich bin sehr glücklich, dass wir auf der Westkurve stehen, denn in der Sonne würde ich das echt nicht aushalten. Ich habe es gesehen in Karlsruhe oder sonst wo. Ah, Sonnenbrand vorprogrammiert. Naja, dann ging das Spiel ja los und die Choreografie hat mir ja richtig gut gefallen. Ganz, ganz fetten Respekt an die Produzenten, sag ich mal, dieser geilen Choreo. Ich fand es einfach beeindruckend und immer wieder schön. Darum fette, fette Daumen nach oben an euch. Einfach geil. Auch die Jahn-Fans hatten ja eine kleine Choreo. So, dann ging das Spiel los und Jahn Regensburg hat ja direkt ordentlich dran geknallt. Ne? Sechste Minute, 1-0. Verdient, aus der zweiten Reihe so abzuziehen, links unten rein, hat ja perfekt geklappt. Kann man absolut nicht sagen. Das Spiel in der ersten Hälfte war klar dominiert vom Jahn Regensburg, denn das kam von uns so gut wie gar nichts. Erst gegen Ende der ersten Hälfte sind wir dann ordentlich reingekommen und dann muss so ein Ding einfach drin sein im Abstiegskampf. Das kann es nicht sein. Aber gut, so ist es manchmal beim Fußball eben. Die zweite Hälfte war unglaublich ausgeglichen, wenn man mich fragt. Und dieser Zuckerpass auf Anderson und wie der das dann verwandelt hat, einfach geil. Das ist gut Fußball gespielt. Hat uns natürlich sehr gefreut. Äußerst schade, dass wir das Spiel nicht drehen konnten. Was mich unglaublich angekotzt hat, war das Schiedsrichtergespann. Was die da zusammengepfiffen haben, ich kann mich da nur zu 100% dem anschließen, was der Betze Brent in diesem wirklich tollen Bericht geschrieben hat. Verlinke ich auch mal unten in der Beschreibung. Auf jeden Fall draufklicken und durchlesen. Lohnt sich immer sehr. Betze Brent, bestes Forum. Und ja, das ist einfach unfassbar, was die da so durchhaben laufen lassen. In der 29. knallt unser Guave mit einem Regensburger zusammen und zwar so heftig, dass er vermutlich, zumindest denke ich, dass das einfach mal so ist, eine leichte Gehirnerschütterung ergeben hat und er jetzt im Krankenhaus ist. Leider weiß ich bisher zu diesem Zeitpunkt noch nichts weiter. Sehr, sehr ärgerlich und dann lässt der Schiedsrichter das natürlich einfach weiterlaufen. Warum war ja auch gar nichts und ach, das ist halt einfach unglaublich nervig gewesen und einige Fehlentscheidungen, darum war das auch die Reaktion der Fans. Auch wenn jetzt neben Guare auch noch Guare? Ach, ich hasse Namen. Auch noch Moritz verletzt ist, der sich ja hoffentlich nichts an den Bändern gemacht hat, aber scheiße, das ist echt absolut nicht gut. Ja, also wie eingangs erwähnt, sind es jetzt noch 5 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz, den derzeit Heidenheim innehat und 8 Punkte Abstand auf Dynamo Dresden. Das klingt jetzt natürlich extrem viel, aber vergesst nicht, dass wir gegen beide noch spielen und das zu Hause auf dem Betzenberg. Darum nochmal der Appell, kommt hoch, geht auf den Betze, unterstützt unsere Mannschaft. Es ist so wichtig, dass wir stimmgewaltig und geschlossen für unseren FCK da sind. Und wie Fronzek ja sagte, wir sollen den Kopf nicht hängen lassen und er hat absolut recht. Es sieht bitter aus, aber wir hatten schon schlimmere Situationen und konnten die gemeinsam überstehen. Ich erinnere hier nur an 2008. Da sind 5 Spiele und 5 Punkte gegen 2 Direktkonkurrenten äußerst machbar. Darum geht hoch und unterstützt unsere Mannschaft. Es ist einfach unglaublich wichtig. Was sonst noch zu sagen ist, ist, dass das 20-jährige Jubiläum der FCK-Meisterschaft gefeiert wird mit einem Benefizspiel. Und da werde ich schauen, dass ich auch vor Ort bin, um euch ein paar Eindrücke zu geben. Ihr seht ja hier alle Infos eingeblendet. Was ich noch erwähnen möchte, ist wieder die angekommene Fanpost. Und zwar habe ich dann hier erstmal von Florin einen wirklich ganz, ganz netten Brief mit einer Erklärung zu einem Sticker, den ich euch jetzt zeigen werde. Wie ihr sicher schon erraten habt, ist es ein Hannover 96-Fan, also hier erstmal dieser Sticker. Und dann hier der Sticker von den internationalen Spielen von Hannover. Davon gibt es nur noch ganz, ganz wenige und ich habe 2 Stück davon. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das weiß ich mehr als zu schätzen. Ich habe mich tierisch gefreut, auch über die ganze Erklärung dazu. Das wusste ich nämlich nicht. Ja, als FCK-Fan ist man eben nicht so im internationalen Geschäft geläufig, nicht wahr? Aber ganz herzlichen Dank für die Sticker. Ich habe mich riesig gefreut. Und dann habe ich vom Nico einen Brief bekommen. Und es würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir uns in ein paar Jahren mal
mal im Stadion treffen können, um unsere Mannschaft zu unterstützen. Würde mich tatsächlich sehr freuen. Aber der hat nicht nur diesen Brief geschrieben, sondern hier auch noch das gemalt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und auch hier wieder 5 Tonnen Sticker der verschiedensten Vereine. Und da habe ich mir jetzt einfach mal 2 rausgepickt, die ich unbedingt mal zeigen möchte. Und zwar hier der erste von Paderborn. Kühe, Schweine, Paderborn. Den wollte ich euch zeigen, weil ich die Figürchen so niedlich fand. Ich finde sie total putzig. Und dann hier vom FC St. Pauli. Warum den? Ganz einfach, weil ich den Max, den Maulwurf, tätowiert habe. Das wisst ihr ja sicher. Und geil. Da habe ich mich tierisch gefreut, das ist total putzig. Und Nico, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für deine tolle Einsendung. Ich habe mich unglaublich gefreut, ganz ehrlich, echt super. So, das war's dann für dieses kleine Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht sehen wir uns ja beim Spiel gegen Bochum. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Da ist mein guter Freund, der Matt, wieder dabei. Extra aus den USA kommt er angereist, um mit uns ein paar Spiele zu genießen. Und ich freue mich tierisch drauf, dich wieder zu treffen. Und ja, wir werden relativ zeitig in Bochum sein. Und da gibt's ja irgendwie in der Nähe des Gästeeingangs so ein Kiosk, ein Bütchen, wo es Pommes und so Zeug gibt. Da werden wir sein und da können wir uns ja vielleicht treffen. Würde mich freuen, ein Bierchen gemeinsam trinken. Bis dahin, habt eine schöne Woche, passt auf euch auf und wir sehen uns im Blog. Für diese eine Liebe.